Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xauk und der lieben Kirlin. Genau, und zwar heute, meine lieben Freunde, basteln wir ein Regal. Was machst du denn da? Ich wachse. Achso, du wächst. Genau, wir basteln ein Regal. Ein Küchenregal. Ein Küchenregal, nämlich hinter uns da. Genau. Und zwar sollen da zwei Regalbretter hin. Also eins ein bisschen länger, also so bis hier so hin. Und das andere etwa hier so. Genau. Und zwar haben wir da unsere Essige und Öle und so, ja. Und das stört uns ein bisschen irgendwie. Erstens macht man da nie so gescheit sauber. Und da ist man immer mal am Kochen. Deswegen ist das immer ein bisschen blöd. Und zweitens ist das natürlich verlorener Platz zum Arbeiten. Das wollen wir weghaben. Und dann kommen diese Öle da oben hin. Unter anderem kommen da dann auch noch Nudeln und Soßen und was halt so anfällt da oben hin. Und das... Wenn wir jetzt anfangen, Bretthammer, wir haben Werkzeug, Baumaschine, Kreissäge, Stichsäge, leider keine Kreissäge, Xirin, Staubsauger, wir legen Meterstab. Ja, Meterstab, ganz wichtig für Xirin. Bombig, next one. Xarok. Ja. Sind Sie zu früh mit Ihrer Arbeit? Ja, doch schon. Ich bin ja kein Profi-Heimwerker, aber das ist so ein bisschen was gehen. Dafür soll es reichen, gell? Ein bisschen ja. Was gehen kann ich. Der eine oder andere fragt sich vielleicht, warum habt ihr das Brett nicht einfach im Baumarkt schneiden lassen? Weil wir zu geizig sind. Weil wir zu geizig sind. 20 Euro für ein... Also 20 Euro etwas? Ich glaube mindestens 10, aber das ist relativ dickes Holz, da hätte es wahrscheinlich 15 Euro oder sowas ja, gekostet. Ja, das sehe ich gar nicht ein. Nö. Das kann Xarok auch. Ja. Es war vielleicht nicht so perfekt gerade und wunderschön, aber... Das ist eher an der Wand. Sieht man dann eh nicht. Und die Wand hoch ist ja eh schief, wie wir festgestellt haben. Selbst mit der geraden Seite. Ja. Also daher... Scheiß drauf. Spare ich lieber die 20 Euro. Ja, oder 10 Euro. Es macht mehr Spaß, selber zu sägen. Das stimmt. Außerdem tut man dann ja seinen Skill verbessern. Okay. Mal hin, zeig mal, damit man sich schon mal eine Vorstellung machen kann. Ja, jetzt kann man sich schon mal eine Vorstellung machen, genau. Das ist das Kleine, gell? Ja, genau. Das ist was wunderschön. Und? Optimal, oder? Ja, super geil. Genau, soll so die Höhe haben, damit da drunter die Weinflaschen und die Hunde-Dings... Warte mal, das probieren wir gleich mal aus. Die haben wir meistens da so stehen. Es würde also sogar niedriger gehen. Kann man uns überlegen. Kann man uns überlegen, wenn man einen Ticken niedriger geht, ne? Und dann komme ich besser an das zweite Brett, weil das zweite kann ja dann erst hier oben oder so sein. Boah, das sieht schon gut aus. Ja, das passt auch farblich gut hin. Ja, passt definitiv. Wir haben die ganze Zeit überlegt, was nehmen wir? Nehmen wir ein dunkles Holz oder nehmen wir sowas wie so ein helles Holzboden oder hier halt wie hier von dem Kühlschrank hier an den Seiten und von den Arbeitsflächen. Und dann haben wir das hier gesehen. Dann haben wir gedacht, das probieren wir. Viel falsch kann man, glaube ich, nicht machen mit Weiß. Und vor allem, weil der Schrank da unten ja auch weiß ist. Der, der ist auch weiß. Sehr cool. Das schaut schon mal gut aus. Jawohl, dann machen wir den anderen noch. Genau, machen wir erstmal das andere und dann kann man ja nochmal irgendwie mit dran halten, so ein bisschen schauen, wo es uns am besten gefällt. Das läuft! Solide Handwerkskunst. Schaut echt schön aus, schließt perfekt mit der Wand ab. Wunderschön. Wunderschön. So. Das mit dem Hinhängen geht ja jetzt schon recht schnell. Ja. Gut, und das bisschen, was wir da sägen mussten, da hätte sich kaufen auch nicht rentiert. Nee. Also jetzt ein fertiges Regal kaufen. Wenn man nur zwei Bretter braucht, ist das, glaube ich, nur schlauer. So. Wunderschönes Regal. Das ist echt schön. Was sagt ihr? Schon gelungen, oder? Da oben kommt dann noch das Kleine. Ich glaube, das macht sich ganz gut. Da bist du noch in der Ecke, bis zur Decke. Gib euch eine kleine Pflanze. Ja! Hol doch mal die, die ich heute aufs Fensterbrett im Wohnzimmer gestellt habe. Ja. Oder die Orchidee, aber die ist so schön. Dann wollen wir mal. Gut, das da brauche ich zum Kochen. Das bleibt vielleicht hier. Mal schauen. Da, 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 da. Da, 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 da.
Das Rot passt so geil jetzt auch. Das stimmt, das Rot passt natürlich sehr. Die schaut da super aus. Ich finde nämlich, die Ecke ist wirklich ein bisschen zu weit vorne und mit der Pflanze, aber geht das da. Wie stolz sie ist. Ich habe gerade mein eigenes Regal gebaut. Ja, das stimmt. Krass, oder? Das zeige ich mal hier. So, jetzt ist hier gleich viel mehr Platz. Das ist übrigens unsere neue Lampe. Jetzt ist hier viel mehr Platz. Kann man jetzt ordentlich backen und kochen. So, nur das eine Öl. Mal schauen. Da bin ich wahrscheinlich zu faul. Stelle ich dann darüber. Da kommt ja hier ein Gewürzregal hin. Das kommt dann als nächstes. Dann habe ich hier Platz zum Kochen und Backen. So, was veranstaltet er? Ich wüsste gar nicht, dass wir so viel haben. Wer hat denn so viele Säfte gekauft? Oh, wie schön das aussieht. Zwischensequenz. Ja, das ist das, wie ihr das gleich sehen werdet. Aber wir werden jetzt noch ein drittes Brett hinzufügen, weil wir beschlossen haben, noch ein drittes Brett zu holen. Genau, deswegen waren wir heute noch im Baumarkt. Deswegen waren wir heute noch im Baumarkt und machen dieses dritte Brett jetzt da auch hin. Nee, hey, das dritte Brett hatten wir ja noch. Ja, wir hatten es schon. Geholt. Genau, das da haben wir geholt. Damit wir es festmachen können. Jawohl. Die Prozedur kennt ihr ja eh schon. Ja. Läuft genauso ab wie gestern auch. Läuft genauso ab. Let's go! So, jetzt ist es definitiv fertig. Haben wir gut gemacht. Jetzt haben wir es super gemacht, ja. Schön. Ich bin stolz drauf. So, wir sind fertig für heute erstmal. Und das ist echt krass gut geworden. Also definitiv. Ich wusste zwar, dass es gut aussehen wird, aber so gut hätte ich mir echt nicht vorgestellt. Und es kommt noch ein Brettchen hin hier oben. Genau, und das ist wirklich alter, alter, geil. Das ist echt gut. Das haben wir uns verdient. Dream Team. Das haben wir uns verdient. Jetzt gibt's Burger. Essen. Wir machen Burger. Ah, ich hoffe, du hast Hunger mitgebracht. Sehr, ja. Sehr gut. Ja, vielleicht hier so die Stellen noch weiß machen. Ne? Ja. Das können wir vielleicht noch machen. Aber ansonsten echt cool. Wunderschön. Wunderschön. Was sagt ihr? Wie gefällt's euch? Ja. Gefällt's euch auch so gut? Seid ihr auch so geflasht? Ja. Wenn ihr mehr von so Zeug sehen wollt, Like da lassen. Und lasst uns was einfallen. Man kann so viel schöner machen in der Wohnung mit leichten Handgriffen und schmalem Geldbeutel. Und ja, sind wir fertig gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!